Tag vom Neubau im Pflegezentrum aus dem ganzen Land hier an dem herrlichen Platz. Vorne der Pavillon, hinter dem Neubau, wo die Bürgerinnen und Bürger im 2015 den Kredit dazu gesprochen haben. Übrigens auch für die Sanierung vom Altbau, das kommt dann noch. Der grösste Teil von dem Grundstück, eben mit dieser herrlichen Sicht, wo eben das Pflegezentrum aus dem ganzen Land jetzt draufsteht, ist 1979 vom Anton Goth von Melz für diesen Zweck geschenkt worden. 1985 hat das Pflegeheim aus dem ganzen Land damit insgesamt 63 Pflegebetten eröffnet werden können. Ein Jahr vorher ist der Anton Goth im Alter von 87 verstorben. Der Ort aber haltet ihn in Erinnerung. Vieles ist bereits fertig. Am Tag des Neubaus sind scharenweise Leute gekommen und haben das Fertiggestellte und das, was jetzt noch bis Ende 2019 beendet wird, besichtigt. Ein Highlight war sicher das Musterzimmer. Der Jörg Danner hat als Präsident der Baukommission Gruppe durchs Pflegeheim durchgeführt. Die Leute waren begeistert. Sehr positiv. Man sieht es in dem Musterzimmer natürlich auch an. Es ist sehr grosszügig, hell. Es sind Möbel, die einladend sind vorhanden. Also durchwegs gelungen. Man hat sich auch im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben. Man hat im Altbau schon ein Musterzimmer eingerichtet, um zu schauen, wie könnte das rauskommen, und vor allem, um alle Bedürfnisse abzuholen. Das ist wichtig natürlich, gell? Du kennst das mit dir natürlich auch, bevor du Gemeindepräsident warst, warst du im Sozialamt tätig. Du bist eindeutig, das ist klar, ein sozialer Mensch. Man ist immer froh, wenn man nicht hier rein muss. Aber ich glaube, so ein Zimmer, das hell durchflutete Zimmer mit dieser wunderbaren Aussicht, wo man auch gewisse Heimat zum Fenster raus sieht, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, oder? Das war uns extrem wichtig, dass der ganze Länder, die hier das Heim rein müssen oder dürfen, dass sie sich von Anfang an wohlfühlen. Ich habe vorher noch die Herausforderung der einzelnen Bedarfsgruppen angesprochen. Wir müssen schauen, ist der Bewohner vor allem Kunde zu seinen Bedürfnissen, werden die Bedürfnisse abgeholt, aber auch die Pflege muss man abholen, auch die Bedürfnisse muss man den Anspruch haben und auch die Reinigung. Und wenn man das Musterzimmer anschaut, so bin ich so überzeugt, dann haben wir alle können entsprechend auch letztendlich befriedigen, indem dass wir auf alle Bedürfnisse eingegangen sind. Hast denn du da jetzt auch zum Teil so gerne mitgearbeitet, mitdenkt jetzt auch in deiner Position? Ja, ich bin der Präsident der Baukommission. Wir haben jede zweite Mittwoch eine Baukommissionssitzung von etwa 4 Stunden und da wird jedes Detail durchgegangen mit dem Architekt, mit dem Fachplaner. Es ist intensiv. Aber es ist jetzt auch der Wert oder der Lohn, wenn die Leute Freude haben, die reinkommen und sagen, wow, das ist euch wirklich gut gelungen. Und das bestärkt natürlich in der weiteren Arbeit. Jetzt kommt dann noch der Altbausanierung dran. Und da werden wir natürlich die gleiche Leistung an den Tag bringen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Wir werden dann länger älter. Wir kennen auch fast in jeder Familie etwas einen Demenzfall. Da gibt es eine Demenzstation und auch einen Demenzgarten. Also man hat erkannt, dass das wirklich einfach so inzwischen mit dem Älterwerden auch wirklich so ein bisschen eine Volkskrankheit ist, wo man muss darauf eingehen, oder? Ja, unbedingt. Also das wird Zukunft sein. Wenn man die Statistik anschaut, dann geht es in eine Richtung und das wird Demenz sein. Natürlich hat es noch andere Pflegefälle, aber Demenz im Speziellen und die muss man auch speziell abholen. Du hast es richtig gesagt, mit einem Demenzgarten, mit einem Demenzbalkon, die brauchen ihre Bewegung und das werden wir hier mit 100%iger Sicherheit auch können abholen. Und wie gefällt es Ihnen da? Sehr gut. Was gefällt Ihnen super besonders? Besonders, ja, der Berge ringsum und die Aussicht natürlich und überhaupt das Innere, oder? Die schönen Zimmer, alles, ja, super alles. Geht nichts auszusetzen, also von mir aus. Wird das neu verbauen? Wie gefällt es euch da? Schön ist es hier. Ist richtig der neue Zeit angepasst, hell, freundlich. Ist echt super. Super Reaktionen auch bei den Führungen. Viele Fragen sind gestellt worden. Das neuzeitliche Weg von 4 Bettzimmern hin zu 1- und 2-Bettzimmern, das hat sicher Eindruck gemacht. Denn wirklich die grossen Gänge, die hellen Räume. Ja, eben, das Pflegezentrum aus dem ganzen Land hat wirklich Freude gemacht an diesem Tag und sicher auch weiter raus. Freude auch für Guido Fischer. Es ist für mich eine Freude und es ist, ich denke, für alle, für den ganzen Verwaltungsrat, für alle, die da mitgewirkt haben, eine riesen Freude, einfach zu sehen, wie die Leute beeindruckt sind, wie sie hoch können und sagen, wow, das ist ein riesen Schritt, nicht nur was die Aussicht anbelangt, nicht nur die schönen Räume anbelangt, da, das Restaurant, das entsteht, die Zimmer, die entstehen, dass die durchdachten Badezimmer etc. Wir spüren, dass die Leute merken, das ist Qualität für die Leute und genau das haben wir wollen. Wir haben gesagt, wir wollen Qualität schaffen für die Leute, die hier wohnen, wenn sie nicht mehr zu Weg sind, dass sie bestmögliche Lebensqualität haben, dass
Mitarbeiter ein gutes Umfeld haben. Und da sind wir jetzt wirklich einen riesen Schritt vorwärts. Das ist einfach die Freude zu spüren von den Leuten, die da sind, ist wirklich toll. Ja, Mutter ist 87, 88, deine habe ich letztens getroffen, sieht unglaublich jung aus, ist ja nicht ganz 80, gell? Also, schrecken Geissen weg, wir sind alle froh, wenn wir so zweig sind wie unsere Mütter und eben nicht ins Pflegeheim müssen. Aber wenn man mal muss, dann ist es eigentlich Gold wert, dass es so etwas gibt, oder? Ja, und wir haben ja da vor ein paar Jahren haben wir die grosse Diskussion im Verwaltungsrat geführt. Wir haben gesagt, dass das Pflegeheim, so wie es war, dort mit diesen 7-4-Zimmern beispielsweise, mit diesen bedrückenden Gängen, mit der schlechten Isolation, mit den fehlenden Sanitätseinrichtungen, das hat keine Zukunft mehr gehabt. Und wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Und wir haben gesagt, es gibt zwei Wege. Entweder schließen oder fundamental voran das Ganze baulich grundlegend erneuern und auch von grundlegend neu ausrichten. Und das haben wir gemacht hier. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen aus dem Pflegeheim, es ist heute nicht mehr das Pflegeheim, das ist noch wichtig, dass man sich nach außen das weiss, es ist nicht mehr das Pflegeheim, es wird zum Pflegezentrum Schritt für Schritt, zu einem spezialisierten Zentrum für Alterspflege, für schwierigere Fälle, wo wir zusammen, das meine ich von Pfäfers, Bad Ragaz, Sargans, Filterschwanz, Mels bis nach Flums, dass wir zusammen sagen, wir tun für so Fälle wir ein Haus anbieten, wo wir bestmögliche Grundlagen schaffen, dass den Leuten gut gehen kann und dass die Leute die bestmögliche Betreuung haben können. Stecken Geissen weg, gell? Für dich natürlich, das sieht so relaxed aus, ist heute ein Freudentag. Ja. Aber für dich natürlich, gell, mit all diesen Bauprojekten und Mails ist das Zentrum, es läuft einiges, doch auch eine grosse Belastung, muss man ganz ehrlich sein. Oder? Das waren riesige Aufgaben gewesen. Also auch für mich die Veränderungen im Pflegeheim, das war zum Teil ein 50% Job gewesen, in der schwierigsten Phase. Und in dem Sinne haben wir gemerkt, dass es wirklich läuft, ist es wirklich eine schöne Sache. Und Es ist ein Gemeinschaftswerk. Eben, wenn ich die Baukommission, die toll gearbeitet hat, den Verwaltungsrat, wo man kann sagen, das ist auch ein Meilenstein von der Zusammenarbeit von der Gemeinde, weil das haben wir wirklich jetzt gemeinsam auf den Weg gebracht. Und das, ich denke, wenn man so schafft, auch andere Mal, dann können wir in unserem ganzen Land wirklich viel erreichen. Miteinander etwas angehen, Mut auf einen neuen Weg, das ist sicher wichtig. Dani hat Matura abgeschlossen mit Schwerpunkt Spanisch, jetzt ist sie in der Pflege tätig. Es ist auch schön, mal nach so einer langen Schulzeit einfach mal zu arbeiten. Und dann gerade noch so in einem wahnsinnig dankbaren Job, ist wunderschön. Du kommst wirklich jeden Abend richtig fröhlich heim und weil immer so viele schöne Erfahrungen mit den Leuten machst im Altersheim. Und darum ist es für mich auch schön, hier zu sehen, wie sich das alles entwickelt, so zu einem schönen Ort für ältere Menschen. Und wahnsinnig begeistert bin ich vor allem auch vom Musterzimmer, wie sie das geplant haben und die Pflege können mitwirken und mitreden, dass das alles wirklich ausgeklügelt ist, sodass dann die Leute bestmöglichst betreut werden. Ja, mit so einer Einstellung von der Jugend steht uns eine rosige Zukunft bevor. Es braucht aber auch Flexibilität von den Eltern. Ich habe einen alten Bekannten getroffen, habe ihn gerade beim Mittagessen einfach gestört und einfach mal gefragt, hey, wie geht's dir, du alter Panzergrenadier-Kollege? Schau, mit einem Panzergrenadier gefällt es einem immer gut. Ja. Kann es einem noch gut gehen, oder? Du bist immer sicher, du fühlst dich immer sicher. Aber die Räume sind wirklich gut, oder? Ja, natürlich. Nein, sieht gut aus. Perfekt. Darum bin ich auch Teil von der IG da. Aha, genau. Teil der IG der ersten Stunde. Aha, gut. Essen schmeckt auch, hä? Geniales Risotto. Ja, in dem Fall gut, hä? Danke. Rosmarie, wie gefällt es dir da? Gut. Und die neuen Räume? Auch schön. Wir können im vierten Stock. Margrit, da hinten, gell? 2014 bist du eingestiegen und dann gleich mitten in die Bauphase reingekommen. Du bist natürlich Heimleiterin, also du kennst dich da aus, aber wie war das für dich so, als du hergekommen bist? Ja, zuerst ist es darum gegangen, also, ja, die Abstimmung ist ja angestanden, im Juni 2015 und ist von, in diesen 6 Gemeinden zu 84% hat man ja dazu gesagt, für das Bauwerk hier zu realisieren. Und dann im Frühling 2016 ist dann losgegangen mit der Bauerei. Und jetzt nach 2,5 Jahren Bauzeit können wir in 6 Wochen, Mitte August, zügeln wir mit unseren 40 Bewohnern hier in diesen wunderbaren, schönen Neubau. Wir haben dann Einer- und Zweierzimmer. Jedes Zimmer hat eine Nasszelle. Das hat es bis jetzt nicht gegeben im Altbau. Also von dort her freuen wir uns alle auf die neuen Zimmer, auf den neuen Luxus, auf die schönen, hellen Räumlichkeiten.
Da kann man auch laut sagen, es bleiben gleich viele Zimmer, aber einfach völlig andere Zimmer, ganz eine andere Qualität. Ganz anders, ja. Anders ja. Durchflutet, durchs Licht, anders ausgerüstet. Und dann haben wir auch lange herumdiskutiert, wie wir es ausrüsten sollen. Also man hat sich da einbringen, gell? Ja, ja, ich bin als Geschäftsleiterin hier vom Pflegezentrum Sarganserland bin ich ein Mitglied der Baukommission. Und ja, wir haben auch intern Fachleute können beiziehen, wenn es um Fragen gegangen ist, wie wird etwas ausgerüstet, wie wird etwas ausgestattet. Da haben wir mitreden. Das war immer ein sehr gutes Einvernehmen mit dem Architekt und mit der ganzen Baukommission. Wir haben Haufen Leute hier heute. Also das Interesse ist gross. Wir haben jetzt extra so gefilmt, natürlich, dass wir eben die Leute nicht drauf haben. Wir stehen jetzt auch vor dem Pavillon. Wir sehen hinten Spiegelungen, einen Teil von Melz. Man sieht fast auf die Fäfers rauf, man sieht auf Fluss. Aber es ist ein unglaublich auch schöner Ort, um da zu sein. Auch wenn sicher alle froh sind, wenn man nicht hierher muss kommen. Das macht auch etwas aus, gell? Der Standort natürlich. Auf jeden Fall. Ja, eben, wir sehen hier über alles rein. Man kann einfach in die Weite schauen und die Aussicht geniessen. Und die meisten Leute, also es ist ja ein regionales Pflegezentrum, die Leute kommen von hier aus der Umgebung und von den umliegenden Gemeinden können das natürlich. Auch was hier drumherum ist. Viele oder einige können sogar auf ihr altes Zuhause schauen. Oder können das und dieses, was natürlich dann auch immer wieder Gesprächsstoff gibt. Für die vielleicht nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören, die können das einfach auch auf sich wirken, auch die Helligkeit, die da in die Zimmer scheint oder in die Räumlichkeiten hinein. Du sagst, du bist Geschäftsführer, aber wenn ich dir so zuhöre, ein Entlebucherin, gell, glaube ich, irgendwie. Ja. Also eine Seele von einem Menschen. Also das ist etwas, wo, du bist nicht nur Geschäftsführer, irgendwie liegt dir auch das Menschliche sehr, sehr stark im Herzen, gell? Ja, das gehört absolut dazu, dass man die Menschen gerne hat. Bewohner, Personal, Gäste, die hierher kommen, die Angehörigen. Ja, man muss Menschen gerne haben, dass man den Job machen kann oder die Aufgabe erfüllen. 2014 hat es mal kein Interimsmässig, also ein halbes Jahr, bis alles angeeignet ist, die Abstimmung und so weiter. Jetzt bist du immer da. Hast du dich akklimatisiert? Ja, sehr. Ja, ja. Wir können die Leute und die Leute können einem. Und ja, wir haben vieles gemeinsam jetzt erlebt und durchgestanden. Und das verbindet natürlich auch. Jetzt stehen wir vor dem Pavillon, oder? Ja, was ist das? Was, etwas Spezielles? Oder warum hat man den Pavillon gemacht? Der Pavillon, ja, ist eigentlich für alle, sowohl für Bewohner, Personal, Gäste. Man kann sich hier einfach aufhalten, die Seele baumeln lassen. Wir haben auch von daher eine wunderbare Aussicht. Und ja, darum steht das hier. Man kann auch innen sich aufhalten, ist man noch ein bisschen geschützt und gleich sieht man über alles rein. Es ist einfach ein Ort auch ein bisschen zum Verweilen. Genau, und einen Demenzgarten gibt es auch. Was ist das ein Spezielles? Ja, wir haben eine geschlossene Dementenabteilung. Jetzt im Neubau ist die Abteilung noch nicht. Können wir noch nicht die ganze Abteilung benutzen? Aber Ende 2019 dann, gell? Ende 2019, ja. Und das ist extra für die Dementenbewohner ein geschützter Garten, wo sie alle sich ungeniert können aufhalten und man nicht muss Angst haben, dass jemand davon läuft. Das ist ja schon sehr wichtig. Also, da weiss man natürlich von diesen Pflegefällen her. Oder? Es ist für die Betroffenen und natürlich auch für das Pflegepersonal ganz, ganz eine schwierige Angelegenheit. Aktivierungen, das ist auch etwas, gell? Also, man die Leute auch aktiviert, also macht denen auch etwas. Also, die sitzen nicht den ganzen Tag in einem wunderschönen Zimmer und dann mal eben ins Café. Manchmal sagt man glaube nicht mehr, gell? Ins Café, aber ins Restaurant. Ins Restaurant, Restaurant ja, genau. Ja. Also, man muss das aus aktiv sie betätigen, oder? Ja, für die, die das wollen. Also es wird auch niemand gezwungen zu dem, aber bei der Aktivierung tut man zusammen turnen oder man macht Gedächtnistraining oder man bastelt etwas. Ja, manchmal machen wir auch Ausflüge, gehen ein bisschen fort mit den Leuten, das ist auch Aktivierung. Ja. Und manchmal holt man die Region auch hierher, gell? Es gibt überall auch Veranstaltungen, die das Pflegeheim dann auch nutzen, oder? Ja, genau. Auch viele Vorführungen von Vereinen. Oder heute ist der Männerchor, hat ja da den Auftakt gemacht, der Männerchor von Harmonie Mels.
Manchmal kommen Trachtengruppen oder bei Zoolörgler, die einen gemütlichen Nachmittag gestalten. Ja, man lebt auch die Traditionen und macht gemeinsam Festli und auch genau. Das verbindet dann wieder. Du bist sicher auch Fasnächtler, ja? Ja, 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 da freuen wir uns immer. Dann hast du die richtige Gegend getroffen. Ja, da, genau. Ja. Also, das ist Bond dazu, zu Luzern. Eben 2014 eingestiegen, seit 2016 Bauzeiten, Haufen müssen begleiten, machen, tun. Eigentlich müsste man einen riesen Stress. Bei dir habe ich das Gefühl, es ist eine riesige Freude irgendwie, gell? Ja, sehr, ja. Freude an dem Neuen, das jetzt kommt, das wir hier beziehen dürfen. Und ja, all die neuen Herausforderungen. Es, ja, es lebt. Man kommt dann so in den Fluss. Oder bleibt im Fluss. Im Fluss kommen oder im Fluss bleiben oder einfach im Fluss sein, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall auf der Homepage steht zuallererst, wir sind für Sie da, wenn Sie Ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Und mir ist bewusst geworden, als ich mit Margrit da hinten da durchgelaufen bin, es ist mehr als einfach nur die Freude der neuen Räume. Es ist irgendwie ein Engagement für das, was uns allemal ereilt, wo in diesen neuen Räumen und sicher auch schon in den alten Platz gefunden hat.